So, jetzt müssen wir zum Halt. Einem Hauptquartier. Dem die Liste bringen, einen guten Mann. Warte mal, wo war denn der Funkturm hier? Meine Güte, hat er mich erschrocken. Ich bin so stark wie nie. Sag Citra, er ist so gut wie erledigt. Keine Sorge. Ich bin immer an Citras Seite. Ich hab irgendwann gefühlt, der Typ verarscht uns. Du bekommst nur eine Chance. Komm. Wie geht's? Das ist Forster. Na, danke, Sam. Geh eine Zigarette rauchen. Du, setzen. Wo sind die Liste der Verräter und die Fotos? Hier. Ja. Echt tolle Arbeit, Junge. Hier, rauch zur Feier eine Cohiba mit mir. Das war echt mal eine Show da unten. Ich rauche nicht. Oh, du hast Schiss wegen Krebs. Das ist Hühnerkacke. An Krebs stirbst du bestimmt nicht. Du siehst aus, als wolltest du in meinen engeren Kreis, Forster. Aber hey, der sieht irgendwie ein bisschen aus wie T-Bag. Und du bist ein Springer. Du springst von Job zu Job, legst dich nie fest. Ich bin schnell gelangweilt. Naja. Weißt du, womit man seine Angestellten wirklich glücklich macht? Angst. Also, Hobbys. Kochen, malen, Filme, Crystal Meth. Was sind deine? Ich jage gern. Ich bin selber Jäger. Das edelste aller Hobbys. Bloß jage ich das echte Wild. Ich kann dich zu Sklavenmärkten schicken in Rio, Hongkong, New York. Wir sind ein globales Unternehmen. Globalisierung ist die Zukunft. Bringt Sachen aus der ganzen Welt zu mir. Nimm die US-Industrie. Die machen eine 1, 2, 3 auf eine Kontaktlinse. Und wenn ich sie mir dann ins Auge tue, weiß ich sofort, ob sie richtig rum ist. Also, warum 1, 2, 3 und nicht ABC? Tja, na klar, so können sie es in die ganze Welt exportieren und direkt bis zu mir. Und was passiert, wenn ich sie drin habe? Du siehst die Zahlen nicht mehr? Ist das nicht unglaublich? Das nenne ich mal Fortschritt. Das ist Zivilisation. Aber ein paar Typen raffen es einfach nicht. Siehst du das Boot da? Ich habe es mit seiner Besatzung entführt. Aber der Kunde will außerhalb seiner Landesgrenzen einfach nicht verhandeln. Bah. Ich bevorzuge die europäischen Aufnahmen. Die Bläser in amerikanischen Orchestern sind zu bombastisch. So, und darum geht es fast nur darum. Ich ernte meine Sklaven in der ganzen Welt. Und genau wie diese Kontaktlinsen ist mein Produkt universell. Gut. Du musst was für mich erledigen. Du bist ein chilliger Typ. Ich habe einen Gefangenen unten. Finde heraus, wer der Kerl ist, wer seine Wohltäter sind. Und dann schlägst du ihn, bis er nicht mehr stehen kann. Sam geht mit dir. In Ordnung. Alles klar. Oh. Ich behalte die Kamera im Auge. Ich sehe so selten einen echten Profi bei der Arbeit. Na los. Hey.
Enttäusch mich nicht. Du arbeitest mit Sam? Der Kerl ist echt hardcore. Bist du Hardcore-Fisch? Musst du schon sein, um mit Sam mithalten zu können. Wo ist er denn? Die Sache wird langsam interessant. Es gibt Gerüchte, dass Vaas tot ist. Ein Typ namens Brody hat ihn erledigt. Bin beeindruckt. Wie geht? Wer diesen Brody abknallt, würde sich echt einen Namen machen. Guck mich bloß nicht so an, Junge. Ich bin der König! Wo hat Hoyt das her? Er kommt nicht zu meiner Pilotenscheinfeier nächsten Monat. Mann, du weißt, dass dein Bruder immer sein eigenes Ding macht, oder? Oh yeah! Keine Kokosnuss für dich. Hier lang. Wie wird das enden? Du tust es und Hoyt vertraut dir. Glaub deinen eigenen Lügen. Und denk dran. Lächeln. Da ist eine Kamera. Hier ist der Gefangene. Nee, das ist unser Kumpel. Oh, fuck. Riley. Wer bist du? Wie lautet dein Name? Was? Dein Name! Riley Brody! Ach, mein Gott. Wer hat dich auf diese Insel gebracht? Mein Bruder. Wo ist Jason jetzt? Wo? Keine Ahnung. Glaubt ihr, dass du tot bist? Für wen arbeitest du? Ich stelle hier die Fragen. Wo sind die vier Leute, die er entführt hat? Keine Ahnung, ich will nur raus hier. Die Kamera ist jetzt in einer Schleife für 38 Sekunden. Riley. Jason. Du lebst. Verdammte Scheiße, gehörst du zu denen? Nein, ich hol dich raus. Okay. Wo ist Grant? Er ist nicht hier, aber ich, okay? 26 Sekunden. Wir gehen, jetzt. Nein, wenn du das tust, dann erschießen doch gleich selbst. Wir sabotieren und töten heute. Wir zwei lenken die Wachen ab, Riley rennt. Nein, er wird es nie aus dem Gebäude schaffen. Hör auf ihn, okay? Ich kann nicht weg hier, Mann. 9 Sekunden. Schlag schon zu, oder Hoyt weiß Bescheid. Was? 5 Sekunden. Mann, tu es einfach, ich kann nicht mehr. Aber versprich mir bitte, dass du mich holst, okay? Meinen eigenen Bruder schlagen. Was ist aus mir geworden? Das reicht jetzt. Lass ihn. Du bist der beste Pokerspieler, den ich kenne. Ich brauche einen Drink. Hey, toll gemacht mit dem Namen. Kreativer Einsatz von Zuckerbrot und Peitsche. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir, Junge. Hör mal, ich möchte, dass du mit mir Poker spielst. Sam, du bist auch eingeladen. Wir sprechen übers Geschäft. Sag mir einfach wann. Ich hab Zeit. Gut. Schön. Und der gute Sam wird dir alles sagen. Pokerabend. Ich will ihn töten. Ich habe einen Plan parat. Zuerst zerlegen wir Hoyts Kommunikationsnetzwerk und sprengen dann sein Treibstofflager. Das Chaos in seiner Truppe gibt uns die Chance, ihn beim Pokern zu erledigen und Riley zu retten. Ist das gut, ja? Ja, sehr. Ja. Bin ich mal gespannt. Wenn die Funkzentrale ausgeschaltet ist, damit sind Hoyts Männer taub und stumm, hä?